Ein weiteres Spiel, ein weiterer Sieg. Die Spreefüchse setzten ihren Siegeszug am Samstag gegen den HC Leipzig in eindrucksvoller Weise fort. Also, ich freue mich, dass wir so hoch gewonnen haben und dass es kein Stress war. Sehr, sehr erleichtert. Wir wussten ja, dass es ein hartes Spiel wird. Viele schnelle, junge Spielerinnen, sehr dynamisch. Und nicht nur das, die Gäste kamen auch mit ordentlich Rückenwind in den Fuchsbau. Am letzten Wochenende fegten die Leipzigerinnen den SV Werder Bremen noch mit 33-24 von der Platte. Und auch heute legten sie wieder temporeich los. Die Spreefüchse, die ihr letztes Spiel in Limfort ebenfalls souverän gewinnen konnten, hielten zwar dagegen, mussten in Durchgang 1 jedoch die meiste Zeit einem Rückstand hinterherlaufen. Susan Müller war dementsprechend noch nicht zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft. Es gab einfach zu viele kleine Fehler, die zu vermeidbaren Gegentoren führten. Auch 3 Tore von Kapitänin Anna Blödon kurz vor der Pause änderten nichts daran, dass die Spreefüchse mit einem kleinen 13-14 Rückstand in die Pause mussten. In der Halbzeit haben wir dann nochmal eine sehr, sehr deutliche Ansage von Susi bekommen und sie hat uns nochmal erinnert, was wir können und was wir spielen sollen, was wir abgesprochen hatten und dann waren wir fokussiert und klar und das waren wir halt in der ersten Halbzeit, warum auch immer, leider nicht. Die deutliche Halbzeitansprache zeigte dann ihre Wirkung. Die Berlinerinnen kamen, ja, fuchsteufelswild aus der Kabine und spielten die Gäste in den nächsten Minuten regelrecht an die Wand. 6 Minuten nach Wiederanpfiff war das Spiel komplett gedreht und die Spreefüchse mit 4 Treffern in Führung. Die Damen des HC Leipzig versuchten natürlich noch einmal den Anschluss zu finden, bedeutend verkürzen konnten sie den Rückstand aber nicht mehr. Die Spreefüchse spielten ihr Spiel konsequent zu Ende und konnten die Führung in den Schlussminuten sogar noch weiter ausbauen. Am Ende stand ein respektables 34-28 auf der Anzeigetafel. Ein Sieg, der die Spreefüchse nun trotz eines Spiels weniger punktgleich mit dem Tabellendritten Nordharrislee ziehen lässt. Wir haben ihm wieder erinnern, was wir in der Woche trainieren haben. Und ja, dann haben wir das auch im Feld gezeigt und das hat geklappt. Wir wollen so weit wie möglich oben mitspielen und denken von Spiel zu Spiel. Und wollen natürlich jedes Spiel gerne gewinnen und werden das auch versuchen. Für die Spreefüchse gibt es nun erst einmal eine Woche Verschnaufpause, bevor es in 2 Wochen zum Auswärtsspiel nach Herrenberg geht. Wir sind dann in 3 Wochen wieder mit dabei, wenn der SG 09 Kirchhoff im Fuchsbau zu Gast ist.